Viele hatten entzündete Augen, eine ganz heftige Bindehautentzündung. Aber das Schlimmste war für die Betroffenen die seelische Belastung. Die verbrannten Hautstellen, die seltsamen Wunden und die geschwollenen Augen machten den Leuten weitaus mehr Angst als der Anblick von Mothman selbst. Als Jahre später die Verseuchung des TNT-Geländes bekannt wird, ziehen einige den Schluss, es könnte sich bei Mothman um einen durch Chemikalien genetisch veränderten Vogel gehandelt haben. Viele der Chemikalien, die sich im Boden und Wasser abgelagert hatten und die wir gefunden haben, können Mutationen auslösen. Und wir wissen noch nicht, mit welchen Auswirkungen wir rechnen müssen. Alles ist möglich. Vögel wären besonders betroffen. Körperliche Veränderungen bei ihnen sind im Bereich des Möglichen. Doch jene, die Mothman leibhaftig begegnet sind, überzeugen diese Argumente nicht. Für sie ist die Kreatur von Point Pleasant nur ein Mosaikstein in einem Puzzle vieler unerklärlicher Vorkommnisse an diesem Ort. Von 1966 bis 1967 war Mothman nicht das einzig Außergewöhnliche, was am Himmel über Point Pleasant zu sehen war. Täglich wurde auch von unbekannten Flugobjekten am Himmel über der Stadt berichtet. Aus dem Nichts heraus gab es plötzlich diese Beobachtungen. Erst ein bis zwei pro Nacht, dann fünf bis zehn. Am Schluss waren es 20. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass es mehr Geschichten von UFOs als von Mothman gab. Über Mothman wurde zwar mehr geredet, aber die UFO-Aktivitäten waren in jenem Jahr viel häufiger als das Erscheinen dieser Kreatur. Während der Mothman-Sichtungen 66, 67 tauchten die UFOs auf. Leute erzählten, sie hätten sie sogar tagsüber gesehen. Ich schaute nach oben, hörte nichts, aber ich sah so eine Art metallisches Fahrzeug, das sich sehr schnell fortbewegte. Plötzlich stoppte es und schwebte für eine Weile auf der Stelle. Dann flog es weiter und das alles am helllichten Tag. Immer häufiger werden Flugobjekte gesichtet, vor allem über der alten Sprengstofffabrik und dem Fluss. Point Pleasant. Die Gegend um Point Pleasant ist ein Schwerpunkt der Energie- und Stromerzeugung. Es gibt eine signifikante Anzahl von Sichtungen, nicht nur über Kraftwerken, sondern auch über Hochspannungsleitungen. Beim Anblick der UFOs hatte man ein seltsames Gefühl. Fast so, als würde man jemanden bei der Arbeit stören. Eine Frau sah ein Raumschiff über der Schule schweben und davor flog eine Gestalt, die so aussah, als würde sie gerade Pause machen. Viele berichteten von bunten, sich drehenden Lichtern am Himmel und von metallisch aussehenden Raumschiffen, die tagsüber über die Häuser flogen. Ich glaube, viele Leute dachten damals, es wäre der Beginn einer Invasion. Diese UFOs mussten aus einem bestimmten Grund hier sein. Viele dachten, dass die Mothman-Sichtungen in direkter Beziehung zu dem Auftauchen dieser seltsamen Lichter, dieser UFO-Sichtungen standen. Tatsächlich schien alles zusammenzuhängen. Es passierte ja alles kurz nacheinander. Das Auftauchen von Mothman war so etwas wie der Höhepunkt, wie der letzte Akt. Die Leute erfuhren vom Mothman und dann tauchten die Lichter auf. Aber niemand konnte sich einen Reim darauf machen. Seltsame Lichter tauchten dicht über den Häusern auf, setzten Fernseher außer Betrieb, störten Telefonleitungen und stoppten sogar fahrende Autos.
Flugzeuge versuchten sie zu verfolgen, Polizeibeamte, Bürger und selbst Mitglieder der Nationalgarde und des Zivilschutzes berichteten von nicht identifizierbaren Objekten am Himmel. Diese Leute haben etwas gesehen. Sie lügen nicht. Das sind keine Menschen, die lügen. Bei so vielen Augenzeugenberichten muss ich davon ausgehen, dass da etwas Merkwürdiges vor sich ging. Einige berichteten, dass zur selben Zeit, als Mothman und die UFOs hier in Point Pleasant auftauchten, seltsame Männer in der Stadt waren, ganz in Schwarz gekleidet, mit schwarzen Hüten und dunklen Sonnenbrillen. Keiner wusste, waren es Regierungsagenten oder waren sie vom CIA oder vom FBI. Einige hielten sie für Boten aus einer anderen Welt. Einige Augenzeugen erzählen, dass sie kurz nach ihren UFO-Sichtungen oder ihrer Begegnung mit Mothman von diesen Männern Besuch bekamen. Sie tauchten bei ihnen zu Hause auf. Diese Männer in Schwarz kamen an die Haustür und forderten die Leute auf, nicht mehr über Mothman zu sprechen. Und im nächsten Augenblick waren sie wieder verschwunden. Die Männer in Schwarz arbeiteten sehr zielgerichtet. Sie suchten nur Leute auf, die Mothman oder UFOs gesehen hatten. Sie versuchten, sie einzuschüchtern und machten ihnen Angst, damit keiner etwas erzählte. Ihr rüdes und einschüchterndes Verhalten verstörte die Menschen. Immer wieder wollten sie genau wissen, was die Leute gesehen hatten. Gleichzeitig befahlen sie den Einwohnern, nicht mit Freunden oder der Presse über ihre Erlebnisse zu sprechen. Sie begannen, den Leuten ganz subtil zu drohen und sagten den Augenzeugen, es sei besser für sie, nicht mehr diese Geschichten zu erzählen. Seltsamerweise kamen sie immer mit älteren Autos aus den 40er und 50er Jahren, aber die sahen aus wie neu. Ein paar Mal versuchten diese Männer sogar, Augenzeugen in ihre Wagen zu zerren, für die Betroffenen sehr beängstigend. Diese Männer stellten viele Fragen, wollten wissen, was mit Mothman und den UFOs ist. Das machte die Leute hier in Point Pleasant sehr nervös. Die Männer verhielten sich sehr seltsam. Es schien, als ob sie nicht wüssten, wie man zum Beispiel mit einem Kugelschreiber oder Haushaltsgegenständen umgeht. Sie schienen keine allzu großen Englischkenntnisse zu haben. Einfache Dinge wie Kugelschreiber oder Wackelpudding waren ihnen völlig fremd. Man hatte den Eindruck, dass sie weder an diesen Ort noch in diese Zeit gehörten. Der Abend des 15. Dezember 1967 war sehr kühl und nass. In der Vorweihnachtszeit war die Innenstadt völlig überfüllt. Und die Hauptverkehrsstraße von Point Pleasant nach Gallipolis in Ohio war die Silver Bridge. People were getting off work. Es war Feierabendverkehr. Die Leute machten Einkäufe für die Festtage. It was an unusually busy day. Auf der Brücke nach Gallipolis war ungewöhnlich viel los, in beiden Fahrtrichtungen. Die Brücke war mit Autos vollgestopft. Die Spur nach Ohio war komplett dicht. Es gab einen Riesenstau. In der Stadt gab es nur eine Ampel für die Verkehrsführung zur Brücke. Und ausgerechnet an dem Tag war sie ausgefallen. Die Brücke war ungewöhnlich voll. Die Leute standen auf beiden Seiten Stoßstange an Stoßstange. Normalerweise verhinderte die Ampel solche Staus. Ich war bei der Arbeit im Sägewerk, das ganz in der Nähe der Brücke lag. Kurz vor Feierabend hörten wir plötzlich ein lautes Rattern und Donnern.
We heard a loud rumble. Und dann the electricity fiel der Strom aus. Off. Ich war gerade dabei, die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen, als die Frau meines Cousins angerannt kam und rief, die Silver Bridge ist eingestürzt. Ich sagte, mach keine Witze. Darauf sie, nein, John, die Brücke ist weg und niemand weiß, wie viele Menschen darauf fahren. Der Captain vom Schlepper funkte uns an, die Brücke ist gerade eingestürzt. Wir fragten, welche Brücke denn? Er antwortete, die Silver Bridge. Wir konnten es gar nicht glauben. Viele Einwohner und Ermittler sind überzeugt davon, dass die Männer in Schwarz, die Mothman-Sichtungen, die UFOs und der Brückeneinsturz irgendwie zusammenhängen. Als Mothman begann, sein Unwesen zu treiben, sagten sich viele Menschen hier, sind wir verflucht oder werde ich verrückt? Und alle fragten, mein Gott, was passiert als nächstes? Und was das war, ist bekannt. Die Silver Bridge. Die Menschen hier glauben ganz fest, dass drei Ereignisse zusammenhängen. Cornstalk, Mothman und der Brückeneinsturz. Eins führte zum anderen, die UFOs zum Mothman, Mothman zum Einsturz der Silver Bridge und vielleicht geht alles auf den Fluch von Cornstalk zurück. Nachdem die Brücke eingestürzt war, redeten alle wieder von Cornstalk und Mothman. Some believe it to be viele dachten, es wäre Cornstalks Fluch. Es gab auch Leute, die behaupteten, sie hätten am Tag des Unglücks Mothman auf der Brücke gesehen. Ein paar Leute behaupten, Mothman habe auf der Brücke gekauert. Andere, er sei unter ihr hindurchgeflogen. Und wieder andere behaupteten, sie hätten zwei Tage vor dem Einsturz Männer auf der Brücke gesehen, die wie Regierungsbeamte aussahen. Die Menschen von Point Pleasant versuchten, die Tragödie irgendwie zu verarbeiten. Dabei spaltet sich die Stadt in zwei Lager. Die einen waren überzeugt, Mothman sei aufgetaucht, um die Bewohner vor dem drohenden Einsturz der Silver Bridge zu warnen. Die anderen glaubten, Mothman habe den Einsturz verursacht. Nach dem Brückeneinsturz hörten alle rätselhaften Erscheinungen in Point Pleasant so plötzlich auf, wie sie begonnen hatten. Mothman, die UFOs, die Männer in Schwarz, alle waren sie verschwunden. Für viele ein Beweis dafür, dass da ein Zusammenhang sein musste. Es gibt genügend Beweise für die Vorfälle. Und ich bin erstaunt, dass man nach 40 Jahren immer noch zweifelt. Die Fakten sprechen für sich und es gab nichts, was sie widerlegt. Wir müssen uns auf das Was und Warum konzentrieren und aufhören zu überlegen, ob das alles wirklich wahr ist oder nicht. Meiner Meinung nach wird die Mothman-Geschichte nie wirklich aufgeklärt werden. Point Pleasant stand damals plötzlich im Fokus der Aufmerksamkeit. Selbst heute suchen hier immer noch Menschen nach Mothman. Es gibt hunderte von Berichten, die die Existenz von Mothman, der UFOs und anderer paranormalen Erscheinungen in Point Pleasant glaubhaft erscheinen lassen. Zahlreiche plausible Erklärungen und Theorien für diese Phänomene wurden gesucht und gefunden. Aber die Wahrheit ist nicht nur eine Frage von Fakten, Beteuerungen und Augenzeugenberichten. Um eine Geschichte tatsächlich begreifen zu können, muss man manchmal weit über den Tellerrand des Gewöhnlichen blicken. Allzu oft wird vergessen, sich auf den gesunden Menschenverstand zu verlassen. Aber genau hier könnte der Schlüssel zur Wahrheit dieser Geschichte liegen.